Akkuschrauber, Pinsel und das ein oder andere Basiswerkzeug braucht's natürlich, wenn es darum geht, mal nicht den Handwerker zu bestellen, sondern mal was selber zu machen. Selber zu bauen, selber zu gestalten. DIY, do it yourself, darum geht's heute beim Treffpunkt und das Ganze ist ein echter Trend geworden. Immer mehr Menschen lieben es zu werkeln. Und wir stellen Ihnen heute auch Menschen vor, die anderen dabei helfen, ihre DIY-Ideen zu verwirklichen. Sei es bei einem Nähkurs in Karlsruhe oder einer gemeinschaftlich genutzten Hobbywerkstatt in Stuttgart. Und ich bin heute bei der DIY-Expertin im deutschen Fernsehen, nämlich Martina Lammel. Hallo! Schön, dass wir dich besuchen dürfen in diesem super schicken Atelier. Herzlich willkommen. Und du hast ja einen echten Rekord gebrochen schon, ne? Ja, ich würde sagen, mit 20 Jahren in der Kreativbranche und so vielen Büchern, also unglaublich, wie die Zeit vergangen ist. Ja, also du hast definitiv eine Menge zu erzählen und du wirst uns auch ein bisschen was zeigen. Wir werden was zusammen hier machen, da freue ich mich schon drauf. Und wenn Sie, liebe Zuschauer, zum Beispiel mal ein eigenes Möbelstück bauen möchten, dann gibt's im Schwarzwald eine richtig gute Adresse dafür. Zwei Männer und ein Motto. Ich mach das selbst. Und das ist der Mann, der Männerträume wahrmacht. Josche Frankenberger. Raymond ist Friseur und will einen sogenannten Gehwegstopper bauen. Einen Hingucker für den Frisiersalon. Alfred, pensionierter Regierungsdirektor, baut seinem Sohn einen Sekretär. Wenn es klappt. Meine Frau hat einen Friseurladen in St. Blasien. Und wir sind gerade umgezogen, haben einen ganz neuen Laden. Und jetzt möchte ich gerne noch einen schönen Gehwegstopper möchte ich gerne machen. Und dann hat der Joshi mir diese beiden Türen zur Verfügung gestellt. Ich habe noch so etwas ältere Utensilien vom Friseurhandwerk und die möchte ich dann irgendwie integrieren. Ich würde sagen, einfach drauf los und der Joshi wird mir helfen. Mir macht es unheimlich Spaß. Nach 40 Jahren Schreibtischtätigkeit ist das unheimlich spannend und man muss natürlich auch strukturiert vorgehen, wie man da sieht. So ungefähr sieht der Sekretär aus. Da müssen Sie sich in der Schräge die Klappe vorstellen, die nachher im 90-Grad-Winkel quasi rausgeklappt wird. Josche Frankenberger kommt aus Stuttgart. Dort arbeitete er als Kulissenbauer und freischaffender Künstler. Seit 4 Jahren lebt er im Schwarzwald und gibt Möbelbaukurse. Und das kam so. Die Möbel, die mir gefallen haben, konnte ich mir nicht leisten. Und die Möbel, die mir leisten hätte können, haben mir nicht gefallen. Also selber machen. Und dann habe ich damals in meinem Atelier angefangen, eben für mich Möbel zu schreinern, halt Einzelstücke und so weiter. Und bei diversen Besuchen von Freunden und so weiter, wo es dann hieß, oh toll, wo hast du das gekauft, wo hast du das her? Kann ich uns das bauen? Daraus hat sich dann die Idee entwickelt, zeig's den Leuten doch einfach. So entstand Josches Erlebniswerkstatt tief im Hochschwarzwald. Ist doch gut. Josches Domizil ist die altehrwürdige Schaffhauser Säge. Sie liegt still und abgeschieden im Loch, wie die Einheimischen sagen. Hier in dem Raum sieht man jetzt zum Beispiel einige Möbel, die man bei uns, bei mir bauen kann. Also so Sofa, Bett, Kombi in jeglicher Größe, verschiedene Hölzer. Das hier in der Mitte vom Raum, das ist dieses Sekretär, was ja der Alfred auch gerade am Basteln ist. Eben immer anderes Holz, anderes Format. Oder da drüben, das ist so ein bisschen ein Renner bei mir, dieses Stempelbett. Und hier können Sie sich einfach nochmal, wenn Sie hierher kommen, mal inspirieren lassen. Gucken, was gibt's, was kann man sonst noch machen. Die Preise für die Kurse variieren, je nach Möbelstück und verwendetem Holzmaterial. Ein Kurs dauert 2 Tage. Schließlich muss ja geleimt werden. Und gut Ding will Weile haben, sprich trocken werden. Meine Schwierigkeiten waren, diese Schrägen hier dann sauber hinzukriegen auf das und bei dem Holz mit dem Sägen. Also welches Werkzeug nimmt man da? Brauchen Sie die Spannung?
Die braucht man, ja. Sie haben es ja gesehen in der Stückliste. Ein kleiner Fehler und hat große Auswirkungen dann. Raymond, der Friseur, trägt den Tafellack auf. Auf diese Fläche kann er später mit Kreide zum Beispiel die Preise schreiben. Wie das jetzt genau alles rauskommt. Gell? Also es ist immer Schritt für Schritt. Und ja, wie gesagt, es gefällt mir halt mega. Gell? Also es wird immer schöner. Ganz genau. Jetzt bin ich halt gespannt, wie das ist, wenn alles ja, so dran geklebt wird. Und also ich freue mich jetzt so richtig. Ja? Also das passt schon mal sehr gut. Am nächsten Tag wird das Werk dann vollendet. Und Raymond wirkt immer begeisterter. Ja, Wahnsinn. Wie war der Kurs jetzt für Sie, die zwei Tage? Also sehr gut. Also ich habe unheimlich viele Maschinen in der Hand gehabt, die ich nicht gewusst habe, dass es sowas gibt. Ich habe unheimlich viel gelernt. Ich habe ja, einfach auch die Geduld zu nehmen, einfach gut zuzuhören und dann kann man das so richtig schnell und gut umsetzen. Also es hat mir richtig Spaß gemacht. Also ich werde das auf jeden Fall wieder machen. So. Und? Zufrieden? Danke. Gut. Danke, danke, gerne. Danke. Auch Alfreds Sekretär liegt gut verleimt in den letzten Zügen. So. Und hoch damit. So. Ich bin glücklich, dass wir so weit sind und dass wir es demnächst geschafft haben vorher. Noch ein paar, die Türchen noch einhängen. Und wie gesagt, also ohne Josche alleine hätte ich es nicht geschafft. So. Das muss ich wirklich sagen. Martina, mit Möbeln hast du ja auch schon so deine Erfahrungen gemacht wahrscheinlich. Ja, also weniger mit Möbelbau natürlich, das überlasse ich doch ganz gerne denen, die es richtig gut können. Aber das Umbauen, also Upcycling, aus irgendwas Altem was richtig Schönes Neues machen, das ist schon auch meins. Mhm. Wir sind ja hier in deinem hübschen Atelier in Ettlingen und wer Kaffee oder Tee schaut, der kennt das oder ARD Buffet, denn da wird im Moment auch deine Rubrik hier aufgezeichnet. Ja, also ich sag mal, fast dank Corona machen wir das jetzt hier, dass der Kameramann hier herkommt und dann ist das unsere Location. Der Nachteil ist, man kriegt nichts Leckeres zum Essen am Ende vom Take, am Ende der Sendung, aber es ist mal was anderes. Macht auch Spaß. Du machst das ja jetzt schon 18 Jahre, lange Zeit. Was macht denn die Ideen von dir speziell aus? Also was ist so der Style von Martina Lammel? Ich glaube, mein Alleinstellungsmerkmal ist, dass ich wirklich kein Material auslasse. Ich bin einfach sehr experimentierfreudig. Ich probiere alles aus, wenn ich irgendwas sehe und ich kriege eine Idee, muss ich sofort ran an die Arbeit. Und da entstehen halt immer wieder eigene Ideen. Also die Ideen entstehen manchmal aus sich selbst heraus. Hat man denn nach all der Zeit auch noch ein Lieblings-DIY? Gibt es irgendwas, was du am allerliebsten machst? Also bei mir ist es erstaunlicherweise das Malen mit Acrylfarben und mit auch Mixed Media natürlich. Aber das weiß fast keiner. Also das ist noch so ein bisschen mein Geheimnis. Was glaubst denn du, warum ist denn das im Moment so ein Trend geworden? Ich glaube, dass das Bewusstsein dafür gestiegen ist, dass man mit den Händen etwas selbst herstellen kann und diesen ganzen Effekt hat. Also ich freue mich drüber, ich bin anschließend stolz, ich werde inspiriert für weitere Ideen. Das trauen sich viele gar nicht zu. Und wenn sie es mal probiert haben, dann sind sie einfach glücklich damit. Ja, wir machen ja auch was zusammen. Was machen wir denn schön? Also das ist eine ganz einfache Idee. Jeder hat zu Hause gesammelte Gefäße. Das können Gläser sein, Dosen, Einmachgläser, alles mögliche, Tontöpfe. Und wenn man die mit Farbe auf einen Nenner bringt, also Lieblingsfarbe, Sommerfarbe, jetzt Blau-Türkis und man nimmt sich noch ein paar Stoffe dazu, die passen und vielleicht ein paar Wollreste, dann hat man schon mal so einen Fundus, wo man sagt, und jetzt mache ich mir gar keine Gedanken, ich fange einfach an damit. Ja. Eben, du hast gesagt, es gibt unendlich viele Materialien, mit denen man auch arbeiten kann, eben zum Beispiel Textilien, kann man natürlich Kleidung draus machen oder auch Accessoires, aber klar, wer hat schon eine Nähmaschine zu Hause, die braucht es natürlich und da hat eine junge Frau aus Karlsruhe eine super Idee gehabt, die
bietet nämlich mobile Nähkurse an, also kommt praktisch mit der Nähmaschine zu Ihnen nach Hause. Selbstgeschneiderte Garderobe und Accessoires aus Stoff. Nähen ist die große Leidenschaft von Tanja Walz. Ein Grund, warum ich selber nähe, ist, weil ich so ein bisschen Perfektionist bin und eine bestimmte Vorstellung habe, weil man die Möglichkeit hat, sich auszudrücken und Dinge zu erschaffen, die es so quasi nicht zu kaufen gibt. Und das sollen alle lernen können. Deshalb hat sie vor 2 Jahren eine mobile Nähschule gegründet. Heute geht's zu Konstanze und Maja Götte. Die Maja ist die Tochter und die hat sich mit ihrer besten Freundin Malika einen Nähkurs gewünscht. Es ist praktisch, weil die quasi ihre Maschinen nicht transportieren müssen. Die Eltern in dem Fall, wenn es jetzt ein Kindernähkurs ist, müssen nicht ihre Kinder hinbringen und wieder abholen, sondern ich komme einfach und die sind quasi dabei. In Sachen Unterricht mit Kindern ist Tanja als studierte Hauswirtschafts- und Textillehrerin ohnehin Fachfrau. Hallo Tanja! Hallo! Ein bisschen Abstand bitte. Genau. Das werden wir heute nähen. Malika und Maja sind schon richtige Profis. In der Schule haben die beiden zusammen die Näh-AG besucht und vom Mäppchen bis zur Maske bereits allerhand genäht. Heute absolvieren sie ihren 4. Kurs bei Tanja. Deshalb wird der Schwierigkeitsgrad auch langsam gesteigert. So, beim Auge steckt ihr einfach 2 Stecknadeln rein, dass das Auge fixiert ist. Und wenn ihr merkt, ihr kriegt die Kurve nicht, weil das so ein bisschen eng ist, dann macht ihr folgenden Trick. Ihr dreht am Handrad zu dir, bis die Nadel quasi unten steckt. Und dann kannst du nämlich das Füßchen hoch machen, ein bisschen nachdrehen, dass du quasi wieder in der Bahn bist, Füßchen wieder runter und weiter geht's. Alles klar. Okay? Perfekt. Super. Ich finde, dass man sehr kreativ sein kann beim Nähen. Man kann sich halt immer wieder selbst neue Sachen ausdenken und auch selber Kleidung herstellen. Oder wie jetzt in Corona halt Masken. Und das finde ich am Nähen halt so toll, weil das ist halt witzig und das macht halt Spaß und man hat dann halt am Ende auch etwas, was man benutzen kann, was schön ist und es ist halt auch schön am Ende zu sehen, was man gemacht hat und so. Tanja, ja? Was sollen wir als nächstes machen? Bist du fertig? Ja, mit den Augen. Da. Wunderbar. Dann kommen schon die Flügel. Ah, super. Die werden kompliziert, oder? Nee, das kriegen wir auch hin. Du musst die nur erstmal kurz noch aufbügeln und dann darfst du die gleich ausschneiden. Perfekt. Mein allererster mobiler Nähkurs war bei einer Frau zu Hause, die das von ihrem Mann als Hochzeitsgeschenk bekommen hat, weil sie eben eine Nähmaschine zu Hause hat und nähen lernen wollte, aber wegen den Kindern das mit den Nähkursen eben immer ein bisschen schwierig war. Und so konnte ich einfach zu ihr nach Hause kommen. Die Kinder war der Plan spielen, ruhig in der Ecke und wir konnten unseren Nähkurs machen. Es war dann tatsächlich so, dass die Kinder ganz spannend mit einer Nähmaschine saßen und auch alles wissen wollten. In Tanjas Mutter-Kind-Nähkurs hat Konstanze Götte auch etwas nähen gelernt. Ich finde das super. Ich habe das als Kind nie gelernt und bin da jetzt sehr traurig drüber. Und man kann einfach was schaffen und sich auch Klamotten hinternähen, wenn man es möchte. Und also ich finde das toll, was mit den Händen machen. Das machen die Kinder ja heute wenig, so handwerkliche Sachen. Reiten! Tatsächlich fing es schon ziemlich früh an. Es gibt ein Bild von mir, da bin ich 2 und sitze an der Nähmaschine. Genäht habe ich da wohl noch nicht, weil die Füße nicht bis ans Pedal gehen. Und im Jugendalter hatte ich so meine ganz bestimmte Vorstellung, wie Kleidung aussehen muss. Und dann habe ich da einfach angefangen, Kleidung zu nähen. Der Stand heute ist quasi, dass ich meine eigene mobile Nähschule habe und auch Nähkurswochenenden, wo man quasi ein Wochenende zusammen ist und da quasi Nähkurs hat und zusammen näht. In Tanjas Kursen herrscht Werkstattstimmung. Im Kreativraum Flow im Karlsruher Künstlerviertel arbeiten die Teilnehmerinnen an ihren eigenen Projekten. Tanja hilft gern individuell, ganz egal, wie erfahren eine Teilnehmerin ist oder in welchem Stadium sich die Wunschteile befinden. Sobald man eine Frage hat, hat sie Zeit, einem weiterzuhelfen und zu erklären, sodass man auch einfach Fortschritte macht. Ich würde es jetzt nicht so gern zu Hause mit YouTube lernen, für mich selber, ja. Bei den Hosen habe ich halt immer das Problem, dass sie eigentlich zu kurz sind für mich, weil ich halt recht groß bin. Und so kann ich mir es machen, wie es passt. Also das Schönste ist eigentlich, wenn so Nähanfängerinnen kommen, ganz ängstlich mit der Nähmaschine, oh, ich kann das gar nicht und ich habe Angst. Und dann eben einfach am Ende vom Kurs ein fertiges Werk haben und freudestrahlend dann einfach wieder nach Hause gehen.
Ja, und hier im Atelier von DIY-Expertin Martina Lammel wollen wir ja jetzt auch ein bisschen werkeln. Und zwar wollen wir Vasen upcyclen, so wie hier. Genau, jetzt haben wir schon Farben, Acrylfarbe. Wie ist denn das eigentlich? Muss ich jetzt so ein Glas vorher grundieren oder kann ich da einfach drauf malen? Es gibt beide Möglichkeiten. Gut, dass du es ansprichst. Also es gibt spezielle Haftgrundierungen für glatte Oberflächen wie Glas. Das ist kein ganz einfaches Medium, um es zu bemalen. Aber es muss nicht unbedingt die Glasfarbe sein, wenn man sagt, es ist ja eine Vase. Die muss ja nicht in die Spülmaschine. Ja. Ne? Also kratzfest muss es auch nicht sein. Ja. Von dem her können wir ganz ohne Grundierung arbeiten. Wichtig ist, ich habe das vorher mit Aceton gut abgeputzt, dass man keine Trennfläche aus Fett automatisch schafft durch die Finger. Ja. Wichtig ist, dass man einen weichen Pinsel nimmt, sonst hat man ständig die Pinselstriche drin. Ja. Also das sind eigentlich einfache Tipps. Das ist die unkomplizierteste Art. Klar, hier mit der Grundierung, das wird ein bisschen langlebiger sein. Aber ich sage immer, wenn man schnell ein Ergebnis haben möchte und schnell was Selbstgemachtes, dann geht man am besten mal den einfachsten Weg. Also es ist immer das Schöne, ne? Das gibt eigentlich gar keine Regeln, sondern das, was man später dann hat als Ergebnis, ist einfach das Seinige. Also das kann auch wirklich was ganz anderes sein, dass man sagt, komm, ich fange jetzt mal an und misch die Farben. Ich will gar kein Streifenmuster, ich möchte jetzt hier ein bisschen Leben drin haben. Ja, man muss sich nicht an die Bastelanleitungen in den Büchern halten, man kann sich inspirieren lassen und dann einfach loslegen. So macht es nämlich Spaß. Überhaupt, ich finde, bemalen, das ist so die schnellste Art und Weise, das ist schöner als Wellness, weil du diese Verwandlung so schnell siehst. Ja. Es ist einfach die schönste Gestaltungsart, finde ich, ganz schnell etwas zu verwandeln. Ja, und jetzt können wir ja noch mit anderen Materialien dran gehen, oder? Also mit Stoff oder Wolle. Ja, der Spaß ist noch nicht vorbei. Also auf jeden Fall kann man sagen, dass man ja diese Materialien oder Werkzeuge, die man hier braucht, eigentlich alle zu Hause hat. Das kann sich eigentlich jeder zutrauen. Schwieriger wird es natürlich, wenn man mit großen Metallteilen oder auch mit Holz arbeiten möchte, weil da braucht es dann eigentlich schon eine Werkstatt und auch wirklich größere Werkzeuge. Und ja, wer hat das schon? Vor allem in der Stadt. Aber auch da hat sich eine Stuttgarter Initiative was einfallen lassen. Und zwar Hobbyhimmel heißt diese Share-Idee und da wird jedem geholfen. Ein Hinterhof im Gewerbegebiet von Stuttgart-Feuerbach. Hier geht's in den Hobbyhimmel. Der Name ist hier Programm. Egal ob 3D-Druck, Drehen, Sägen oder auch Schweiß. Der Hobbykeller XXL bietet Heimwerkern wirklich alle Maschinen und Möglichkeiten, um ihre Ideen und Projekte umzusetzen. Also es ist eine Gemeinschaftswerkstatt, das heißt, das Projekt wird von Ehrenamtlichen getragen und wir freuen uns über jeden, der sich hier auch einbringen will. Mit allem, was man kann, mit der Zeit, die man einbringen möchte, ist es wirklich ein rundum offenes Konzept. An 7 Tagen die Woche stehen die komplett ausgestatteten Werkstätten den Heimwerkern offen. Ja, ein Freund von mir möchte ein Heimtrainergerät bauen und braucht für den Rahmen ein paar Metallteile und ja, da helfe ich ihm. Neben dem großen Maschinenpark profitieren die Besucher aber vor allem von dem reichen Erfahrungsschatz der anderen Heimwerker. Also das Know-how ist auf jeden Fall, was man hier jeden Tag mitnehmen kann, wenn man will, ist auf jeden Fall einer der Hauptgründe, warum ich hier bin. Gegen eine überschaubare Nutzungsgebühr werden hier Heimwerkerträume wahr. Besonders beliebt bei den Bau- und Bastelfreunden ist die große Holzwerkstatt. Ich möchte mir einen Schuhschrank bauen. Genau, bin noch ein totaler Anfänger am Schreinern und versuche so meine ersten Schritte zu machen. Ein bisschen sägen, eine Nut rein und am Ende soll irgendwie ein Schuhschrank dabei rauskommen. Das klappt bestimmt. 40 Ehrenamtliche kümmern sich darum, dass hier jeder zum Ziel kommt. Bevor es ans Werk geht, bekommt jeder eine Einweisung an den Maschinen und jede Menge nützlicher Tipps zur Umsetzung. Ob Möbelbau oder Upcycling-Projekt, der Hobbyhimmel bietet Raum für die verrücktesten Ideen. Das ist eine alte Treppenstufe. Die hatte sogar so einen grünen Teppich hier drüber. Irgendjemand im Schwarzwald hat halt sein Haus renoviert und hatte dann eine Menge Treppenstufen abzugeben. Wahrscheinlich hätte er die sogar irgendwie weggeschmissen oder verbrannt oder so. Aber jetzt versuche ich daraus eben eine E-Gitarre zu bauen und dann hat das nochmal richtig einen Wert, das Ganze. Ja. Das macht Spaß. Der eigentliche Reiz ist, dass man so als Büro- und Kopfarbeiter
den ganzen Tag irgendwas macht, den ganzen Tag mit Leuten telefoniert, in Meetings sitzt und sich dann am Abend fragt, was man da eigentlich gemacht hat, den ganzen Tag. Und hier komme ich nachher halt mit einem Stück Holz, das jetzt eine Form hatte, die halt vorher nicht da war. Und ich habe was in der Hand und das war vorher nicht so. Und ich sehe direkt, was dabei rauskam und das macht einfach zufrieden. Ne? Wer sich solche anspruchsvollen Projekte wie eine E-Gitarre noch nicht zutraut, kann im Hobbyhimmel auch eine Vielzahl an Kursen belegen. Vom Lampenbau über Metallgießen bis hin zum Holzschnitzen ist für jeden etwas dabei. Genau, also man muss eigentlich gar nichts mitbringen, nur Interesse und Bock und Lust, an irgendeinem Bereich sich so den eigenen Horizont zu erweitern, ein neues Hobby anzufangen, das ist eigentlich so eins der Grundprinzipien, wie man hier anfängt und wie man irgendwas macht. Neben klassischem Handwerk gibt es hier aber auch jede Menge Hightech. Mit Ersatzteilen aus dem 3D-Drucker lassen sich viele Dinge wieder reparieren, die man ansonsten vielleicht wegwerfen müsste. Das ist die Abdeckung von einer Dunstabzugshaube und da war der Riegel verloren gegangen und Ersatzteile gibt es nicht mehr. Also so kleine Kunststoffteile nicht zu kriegen. Ist immer so, irgendein kleines Kunststoffteil verreckt und dann kann man das ganze Zeugs wegwerfen. Reparieren statt entsorgen. Das macht nicht nur Spaß, sondern ist auch nachhaltig. Insbesondere bei Elektrogeräten ist es oft nur eine Kleinigkeit, die gerichtet werden muss. Wer ein defektes Gerät hat, kann damit gerne beim allmonatlichen Repair-Café vorbeischauen. Also Repair-Café ist quasi einfach ähnlich wie ein Café. Man kann kommen, man muss sich nicht anmelden vorher. Es sind oft Leute da, die auch technisch interessiert sind. Man bringt seine kaputten Geräte mit und dann repariert man an sich selber. Man kriegt aber super Tipps und dann geben die Kollegen auch meist, oder die da sind auch die technisch Versierten, geben das Beste, dass das Gerät wieder zum Laufen kommt. Mit gemeinsamem Know-how wird hier so mancher scheinbar hoffnungslose Fall wieder flott gemacht. Das ist ein altes Radio von meiner Mutter noch. Das hatte die lange in der Küche stehen und das ist dann, aber hat angefangen zu rauschen. Und jetzt habe ich zum einen das Netzteil wird ersetzt und ich habe einige Kondensatoren jetzt schon ausgetauscht und angeschaut. Und jetzt gucken wir gleich mal, ob es wieder zum Leben kommt. Ja, ich denke, das wird gut. Noch schön sauber machen, einpacken wieder und dann kann es wieder in die Küche. Hier im Studio von Martina Lammel sind wir in den letzten Zügen mit unseren Deko-Gefäßen hier. Echt nett geworden, muss ich sagen. Sieht richtig schön aus mit dem Fransengarn, das passt total, sieht so hippiemäßig aus. Ja, deins ist aber auch schön geworden. Ja, danke. Und man sieht, ja, man kann es ganz individuell gestalten und es gibt alle Möglichkeiten, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Viele deiner Ideen übrigens findet man ja auch im Internet, in unserem SWR-YouTube-Kanal Einfach Kreativ können Sie sich alles nochmal anschauen. Auch diese Sache hier zum Beispiel unter dem Titel Veredelte Deko-Gefäße. Also wenn Sie das nachmachen wollen, schauen Sie vorbei. Überhaupt ist das Internet natürlich voll mit Blogs über DIY und eine ganz erfolgreiche Bloggerin, die lebt in Sulzdorf bei Schwäbisch Hall. Akkuschrauber und Klebstoff und eine Videokamera. Das sind die wichtigsten Werkzeuge von Susanne Fürstenberger. Sie betreibt einen eigenen DIY-YouTube-Kanal. In ihrem neuesten Video zeigt sie, wie man eine Ranghilfe für Rosen baut. Ihre Spezialität sind Dekorationen für Garten und Haus. Hallo und herzlich willkommen in meinem Deko-Ideenreich. Wie ihr seht, gibt es heute ein Outdoor-Projekt. Denn ich stehe bei schönstem Sommerwetter heute hier in meinem Garten. Ich zeige euch, was ihr alles braucht. Seit 7 Jahren produziert sie bereits YouTube-Filme. Eigentlich ist Susanne Fürstenberger gelernte Physiotherapeutin. Die Idee, Videos zu machen, kam eher zufällig. Unser Sohn hatte dann damals die Idee, Mama, du könntest doch über einen ganz anderen Kanal oder eine Plattform deine Deko- und Bastelideen mit anderen teilen. Und da hat er gesagt, du bastelst
Ich filme mit so einem ganz einfachen Camcorder, den er damals schon mit seinen Freunden oft verwendet hat, um irgendwelche Filmchen zu drehen. Dann haben wir uns in den Keller gesetzt, Nachttischlämpchen aus dem Haus zusammengesucht und er hat dann Camcorder angeschaltet und ich habe mein erstes YouTube-Video gedreht. Wie binde ich einen Adventskranz? Viele denken ja, dass Adventskranzbinden sehr schwierig sei und dass das nur eine Sache ist, die der Florist gut hinkriegt. Das ist aber nicht so. Ich möchte euch zeigen, wie das ganz einfach geht und dass es auch jedermann hinkriegt. Und es kam besser an, als wir alle erwartet hatten. Und das war dann auch wirklich der Anfang. Zuerst säge ich mir jetzt meine Holzteile zurecht. Und dabei beginne ich mit den Teilen für... Zuerst säge ich mir meine Holzteile zurecht. Mittlerweile verdient sie mit den Videos auch Geld. Ihren alten Job hat Susanne aufgegeben. Zwei YouTube-Filme schafft sie im Monat. Und von der ersten Idee über Dreh und Schnitt macht sie alles selbst. Ihre Videos sind Schritt-für-Schritt-Anleitungen für die unterschiedlichen DIY-Ideen. Das handwerkliche Know-how, wie der Umgang mit Säge, Winkelmesser und Bohrer, hat sie sich im Laufe der Jahre selbst beigebracht. Also einmal das Machen selber ist schon ein schöner Prozess. Und dann eben das fertige Endergebnis, vor allem wenn man dann auch zufrieden ist und es hat funktioniert, so wie man sich das ausgedacht hatte, das gibt einem schon was. Mit ihren Deko-Ideen liegt die Heimwerkerin im Trend. Was sie macht, kommt an. Und der eigene Garten in Sulzdorf ist mittlerweile voll mit den unterschiedlichsten Stücken, über die sie ein Video gepostet hat. Und die Ideen scheinen nicht auszugehen. Ich sehe dann was und denke, ey, das könnte man doch auch ganz einfach und günstiger selber machen. Und dann ist es so, manchmal braucht man einfach Dinge und denkt, daheim fehlt noch was. Und dann überlege ich mir, wie könnte ich das selber machen. Jetzt im Frühjahr habe ich ein Hochbeet gebaut, weil mich das auch eben mal interessiert hat. So das Hochbeetgärtnern. Bin total begeistert davon inzwischen. Das habe ich dann in ein Video gepackt. Ich habe schon immer gerne gebastelt und gemalt. Wirklich, ich habe sehr viel Zeit mit mir selber verbracht und habe so kreative Dinge dann umgesetzt. So, und hier befinden wir uns jetzt in meinem Videostudio. Das war hier früher mal ein Gerümpelkeller, kann man sagen. Dunkel und zugestellt. Und wir haben uns den jetzt schön hell eingerichtet und mit Kamera und Licht ausgestattet. Dann hier an der Ecke habe ich noch so eine kleine Werkbank und hier meinen Tisch, an dem ich die meisten Videos drehe. Und jetzt habe ich noch eine tolle sommerliche Deko-Idee für unsere Treffpunkt-Zuschauer aus einer alten Thunfischdose. Und zwar möchte ich daraus einen hübschen Gartenstecker machen. Dafür markiere ich mir jetzt die Mitte, dann steche ich das Loch mit einer Ahle vor und dann setze ich an dieser Markierung ein Bohrloch mit meinem Metallbohrer in der Dicke meiner Gewindestange. Und auf die Gewindestange habe ich jetzt schon mal eine Mutter aufgedreht und so eine Unterlegscheibe aufgesteckt. Da kommt jetzt die Dose drauf und dann folgt nochmal eine Unterlegscheibe und eine Mutter. Und dann kann man die mit Spraylack schön besprühen in der Wunschfarbe und mit Steckschaum auskleiden und schöne Blumen aus dem Garten eingesteckt habe. Und hier mit einem kleinen Glaswindlicht versehen, kann das auch noch so als Gartenfackel für die nächste Gartenparty dienen. Einfach mal selber machen. Susannes Idee für DIY-Einsteiger. So, unsere Deko-Vasen sind fertig. Also ich finde, die sehen auch so zusammen als Arrangement ganz hübsch aus, oder? Absolut. Also gerade so, die müssen so stehen, du brauchst nicht mal Blumen reintun, es ist einfach hübsch. Sommer, ne? Sommer pur. Total. Nee, echt eine schöne Idee. Und wenn Sie, liebe Zuschauer, das eine oder andere aus unserer Sendung noch mal genauer anschauen möchten, kein Problem. Den Treffpunkt gibt es auch online in der ARD-Mediathek. Und wann sieht man dich, Martina, das nächste Mal? Im ARD-Buffet donnerstags. Mhm. Ja gut, also einschalten, liebe Zuschauer. Hier geht es jetzt gleich weiter mit den Fallers. Ich hoffe, Ihnen hat es Spaß gemacht und vielleicht konnten wir Sie ja ein bisschen inspirieren, auch mal was selber zu machen. Schön, dass Sie dabei waren. Tschüss, bis zum nächsten Mal.